Büfermann produziert hauptsächlich Nutzfahrzeuge, im speziellen Anhänger, für die Entsorgung, für Spezialbauten. Das sind Sonderbauten, die speziell auf den Kunden maßgeschneidert sind. Also die werden mit dem Kunden zusammen geplant und konstruiert, die wir dann hier im Prinzip ausführen. Also er kann alles haben, was auf der Straße passt. Also hier steht eine Portalroboteranlage mit zusätzlicher Quer- und Höhenachse. Wir haben Bauteile, die, ich sag jetzt mal, in der Höhe bis zu 2,50 Meter sind, wenn sie aufgestellt werden. Deswegen mussten wir mit einer Höhenachse arbeiten, um den Roboter über das Bauteil verfahren zu können. Und auf der anderen Seite wieder nach unten, um ganz unten bzw. ganz oben schweißen zu können. Der Roboter arbeitet in zwei Zellen. Pro Kabine sind es zwei verschiedene Chassis, Anhänger, die gefertigt werden mit jeweils noch fünf verschiedenen Fahrwerksunterbauten, also sprich Achsen. Wenn der Roboter in einer Zelle schweißt, wird in der anderen Zelle bestückt von zwei Arbeitern, Schweißern. Die Schweißer legen die Langträger ein und Schweißbaugruppen heften die durch. Und wenn der Roboter dann in der anderen Anlage fertig ist, fährt er über diese Kabine rüber und schweißt dann in der zweiten Station weiter. Und zu dem Zeitpunkt wird das fertige Chassis rausgenommen und wieder neu bestückt. Und dann arbeiten die Schweißer immer im Wechsel. Die Halle hat nur eine bestimmte Höhe. In der Halle wurden vorher andere Dinge getan. Da war niemals geplant, eine Roboteranlage reinzustellen. Das war suboptimal geeignet, weil die Halle einfach zu flach ist. Wir haben hier eben diese großen Bauteile. Wir mussten mit einer Höhenachse arbeiten. Die muss auch mal nach oben fahren. Oberhalb befindet sich auch noch ein Kran. Die Kranbrücke fährt ja auch in die Anlage rein, um eben das Bauteil zu entnehmen oder es reinzutun. Und somit musste die Anlage quasi in die Halle irgendwie gebaut werden. Wir mussten also ganz viele Kompromisse machen. Also wir konnten keine Standardanlage nehmen. Das heißt, die Höhen wurden modifiziert. Wir haben die Position des Absaugkanals. Es befindet sich eine Absaughaube an der Anlage. Irgendwo muss die Absaugleistung übertragen werden. Das passiert durch einen Kanal. Er ist normalerweise ganz woanders. Dann die Haube musste zweigeteilt werden, weil wir mit der Höhenachse da durchfahren müssen. Das heißt, es befinden sich rechts und links vom Roboter sozusagen, also von der Höhenachse, eine einzelne Absaughaube, die natürlich über die Rohrleitung miteinander verbunden sind. Und dann haben wir ja zwischen den beiden Absaughauben auch einen Schlitz. Und durch diesen Schlitz will ja dummerweise auch Schweißrauch aufsteigen. Und insofern ist dort ein Rohr mit Schlitzen, was nochmal den dort entweichenden Schweißrauch von der Seite absaugt. Ursprünglich war der Plan, dass man in dieser Drehvorrichtung von Hand schweißt. Erst im Zuge der Planung ist man dazu gekommen, Mensch, wir könnten doch auf derselben Drehvorrichtung auch mit dem Roboter schweißen. Das ist ein bisschen unüblich. Normalerweise sind die Drehvorrichtungen in die Roboteranlage implementiert. Nun war hier schon eine Drehvorrichtung vorhanden und deswegen mussten wir die in unseren Ablauf integrieren. Das heißt, die Kommunikation läuft hier so ab, dass die Anlage in eine bestimmte Position dreht. Wir haben ja vier Position, die wir schweißen, und die Anlage meldet uns, wenn sie dorthin gefahren ist. Wenn wir dann in der Position alle Schweißpositionen abgeschweißt haben, melden wir der Anlage, dass wir fertig sind, nachdem wir rausgefahren sind, und dann würde die nächste Position weiter angesteuert werden. Also ganz, ganz viele schwierige Sachen, und dann als Krönung am Ende noch der Kran, der quasi über der Anlage steht. Das heißt, wenn die Höhenachse hochfahren würde, wenn sich der Kran in der Anlage befindet, dann würde die Höhenachse gegen die Kranbrücke fahren. Insofern haben wir dort einen zusätzlichen Scanner angebaut, der erstmal über der Anlage guckt, ist die Kranbrücke weg. Weil es war nicht möglich, den Kran steuerungsmäßig mit unserer Steuerung zu verknüpfen, weil ein Kran üblicherweise, der von Hand bedient wird, nicht weiß, wo er ist. Das heißt, da ist kein Wegmesssystem drin. Also war die einzige Lösung, wir gucken mal, ob da oben was ist. Und wenn da nichts ist, dann lassen wir die Höhenachse agieren, wie es im Programm vorgesehen ist. Ansonsten würde der Prozess gestoppt werden. Wir schieben hier eine 10 Meter Tür von links nach rechts. Sie ist so leicht, dass ein Werker die über eine Bodenführung von rechts nach links schieben kann. Die wird dann natürlich in der jeweiligen Station verriegelt und bietet somit 100% die Sicherheit, dass keiner sich in die Anlage bewegen kann und eventuell vom Roboter dann erwischt wird. Was vielleicht noch zu sagen ist, wir haben ja hier eine EWM-Stromquelle drin mit EWM-Equipment, auch was Schweißbrenner und so weiter betrifft. In der Vergangenheit haben wir ja schon das implementiert und das war hier natürlich auch wieder sehr, sehr einfach, weil die Schnittstellen eben darauf zugeschnitten sind. 100%ig Kommunikation ist immer gewährleistet.
Wir schweißen mit dem Forceartlichtbogen, um einen tieferen Einbrand eben und ein schnelleres Schweißen zu ermöglichen und eben eine hohe Qualität zu erreichen. Um eine gleichbleibend hohe Qualität zu haben, ist eben eine Roboteranlage das Optimale. Wir haben eben enorm Zeit eingespart bei der Chassisfertigung und haben dadurch eben auch Arbeitskräfte freigekriegt für andere Arbeiten.